So, hallo und willkommen zurück zu Welcome to the Game. Wir sind am 10. Tag. Ich habe schon meinen ersten Schlüssel gefunden. Und auch das Deep Web Wiki 2. Allerdings werde ich jetzt auch richtig verfolgt. Ich habe nämlich einen unangenehmen Anruf erhalten von einem Typen, der nur ins Telefon geatmet hat. Und das ist ja dann dieser Breather. Was ich mir jetzt gerade gedacht habe, ist, kann ich eigentlich das Licht ausmachen und trotzdem zur Türe gehen? Nein, kann ich nicht. Na, ich sehe gar nichts wieder. Wieder zu hell draußen. Ich gehe mal zu meiner Eingangstür. Kann ich hier das Licht ausmachen? Nein. Also es sind zwei getrennte Paar Schuhe hier. Zum einen all die Eingangstür bewachen vor dem Breather. Zum anderen dieser Kidnapper, der bei mir zu Hause auftaucht. So. Mein Timer läuft und wir legen mal los. Ab ins Netz. Schön auf Geräusche im Hintergrund achten. So, wo waren wir denn schon? Mobile Market. Kommt man nicht drauf? Kann ich mir hier gebrauchte Handys kaufen, ha? Wahrscheinlich nicht. Organe. Vielleicht Organe? Retired Medical Professionals. Gut, die verkaufen Organe. Okay, irgendwelche Gefangenen, die sie da aufknüpfen dafür. Alles nicht so angenehm. Uah! Uah, Hilfe, sieh dir das. Ja, ich mag so Organstuff gar nicht. Also so Operationen und so, damit kann man mich jagen. Wenn man da irgendwelche Serien drüber manche angucken. Nicht mit mir. Nicht mit mir. So, hier geht nichts. Organmarkt. Was haben wir noch Schönes? Parasite. Irgendwie uncool, dass nach dem Laden wird es nicht mehr angezeigt, was man gewisitet hat und was nicht. Ist mir schon mal aufgefallen. Kleineres Problemchen noch. Aber an sich schon. Hat sogar ein paar Sachen, wo es besser ist als Welcome to the Game. Geile Mucke. Kann ich aber auch deaktivieren, nicht? Ja. Die restlichen Sachen sind alle nicht funktional hier. Was ist das? The Deep Web Outlaws. Search, Lurk, Destroy. Der Takedown Man auf YouTube. Muss ich mal gucken, ob es den wirklich gibt. Sind das lauter Seiten, die halt gelöscht wurden? Irgendwo, übersehe ich hier irgendwo was? Bisher noch gar nichts in irgendwelchen Bildern oder so gefunden. Testicle Mutilation, yay! Sie ist wieder da. Oh shit, diesmal mit. The man just need to be punished for it. What is it, you ask? Mit den Stöckelschuhen hier. Soll die aber nicht auf meinen Klöten rumtrampeln. Okay, hier steht harter Scheiß. Was nun schon wieder? Du musst echt mal was gegen deine Asthma machen, Junge. Gibt gar keinen. Gerade was gehört. Mein Gott. Ich glaube eigentlich nicht. Sprach er und wurde von hinten erschlagen. So, was ist das? Not all humans are equal, for some of them were born superior to others. Alter, will dieser Spaß nicht mehr konstant anrufen. Heißt das, dass der jetzt auch kommt, oder? Ich weiß irgendwie noch gar nicht, wie ich überhaupt dann
vorgehen soll. Ich kann hier nichts klicken. Ich vermisse ein bisschen meine Dusche, muss ich sagen. In Welcome to the Game 2. Mein Safe Haven, wo ich immerhin konnte. So, ich habe immer noch nicht so ganz gerafft, was die hier eigentlich machen. Ach, die machen Experimente an irgendwelchen Menschen. Ohne, dass das von Vaterstaat abgesegnet ist. Was zum Geier. Bleiche- und Fötustoleranzexperimente. Was zum Geier. Jetzt nur so ein Key. Ich bin so geschockt von den Bildern hier. Cold Tolerance Test. Testen sie, wie viel Kälte die aushalten. Die wollen nur ihre eigenen X-Men hier züchten. Warehouse 3 ist offline wegen Reparaturen. Ist da wohl vorgefallen. Hier ist alles noch cool. Wohnung, schön. Cholera-Testing. Das sind Sachen, die würde man sich ja eigentlich ganz gern durchlesen. Aber man hat immer so ein Gefühl, gehetzt zu sein. In diesem Spiel. Boah, nur die Enter-Taste gedrückt und schon erschrocken. So, wir haben Cannabis World. Das kann ja nicht schlimm sein, ha? Gibt's nicht? Jetzt bin ich wieder. Es gibt wohl noch kein Bookmarking-Tool hier. Billige Zigaretten. Yay. Billige Zigaretten und Marihuana. Dann bist du ja ausgestattet. Okay, ich höre unangenehme Geräusche hinter mir. Und jetzt kann ich nicht zu meiner Tür. Nee. Unschön. Weiß halt nicht, was ist. Ey, und die Baustelle nebendran macht so einen Krach. Weiß überhaupt nicht, was hier Ingame-Geräusch ist und was nicht. Sind irgendwann mal fertig. Der Wind zieht durch meine Scheiben. Ich würde mein Fenster mal zumachen. Allgemein würde ich mir, glaube ich, ein vergittertes Fenster holen, wenn ich hier so verfolgt werden würde. Gut, ich glaube, er ist nicht da. Ich hoffe, ich habe recht. Okay, das ist ein Haufen. Was ist das Deutsch? Nimm zwei Wischstichlein, wickel's um dein Nagel. Eins oben, das andere unten. Eins. Ah, ist hier vielleicht irgendein Key versteckt? Komische Seite irgendwie. Nur so ein alter Liedtext. Cottonrod! The site has been seized by the Federal Bureau of Investigation. Tja, das FBI hat die leider vom Netz genommen. Nein, das war wieder das Falsche. Das ist ein bisschen ärgerlich. Haben sie schön alles ein bisschen besser gemacht in Welcome to the Game 2. Das Darkbook. Welcome to Darkbook, the most twisted social network site on the deep web. War da gerade ein Link?
20 Minuten. Fucking hell. You were killed. Ah. Man. Es fühlt sich fast immer gut an, hier zu sterben. Damit hat man schon mal etwas gesehen. Wie soll ich dem entgehen? Irgendwie schwierig, weil ich habe gar nichts gehört. So ein Räuspern gehört, das war eine Weile her, dann habe ich mich auch eine Weile versteckt. Aber da war es schon da. Wer war das? War das der Breather? Muss ich mir in meiner Aufnahme manchmal angucken, war glaube ich wirklich der Breather. Es war gar nicht der Kidnapper. So, Musik ist wieder sehr laut. Ich starte glaube ich gleich den nächsten Try, mache jetzt aber einen ganz kurzen Cut und bin gleich wieder mit euch dabei, ja? Bis gleich. So, da bin ich wieder in einem neuen Spiel. Der Mauszeiger hängt manchmal ein bisschen am Anfang. Tutorial habe ich übersprungen und fange jetzt gleich an, das Netz zu durchsuchen. Yeah. Ich wurde gerade ja von dem Breather war's getötet. Ich dachte zuerst, das ist der Kidnapper, habe aber bei näherem Hinschauen dann bemerkt, das war der Breather. Und ja, ich weiß nicht so ganz, wie ich mich bisher gegen die Sachen wehren kann. Es brennt einem echt teilweise auf den Fingern, da jetzt irgendwie, keine Ahnung, schnell ins Wiki zu schauen und rauszufinden, was man gegen die machen kann, weil man sich immer so wehrlos fühlt. Aber das wäre natürlich auch ein wenig gespoilert. Deswegen lassen wir das mal. Okay, die Seite sieht sauber aus. Quality 1080p Cameras. Möchte ich auch mal eine. Kann ich eine gescheite Facecam aufnehmen? Würde hier sicherlich besser dienen als zu dem Quatsch, wo die das verwenden. Nö, also die Seite sieht clean aus. Dann die Seite mit den Hexenverbrennungen. Scheint ähnlich viele Seiten zu geben wie in Welcome to the Game 2. Allerdings sind die da etwas umfangreicher, finde ich. Gibt es oftmals Seiten mit extrem vielen Weiterleitungen und Links. Ja, nichts. Falls sich jemand verdächtige, eine Hexe zu sein, kann ich die anrufen. Kümmern sich dann darum. Spasten. Okay, wieder nichts. Ach, das ist das? Gut, ich weiß ja einigermaßen, was man klicken kann. War schon richtig, oder? Ja, Dann muss es das hier sein. Und hier ist immer schwierig. Das war falsch. Vielleicht mal oben. Auch falsch. Mir war gerade, als hätte ich irgendein Geräusch gehört. Blöde Kidnapper und so, der kann ja noch nicht auf meiner Spur sein, oder? Ich bin ja gerade mal einen halben Tag auf der Suche. Scheiße, was habe ich jetzt? Ich muss hier echt mal den Balken rechts benutzen, das hört sich auf der Aufnahme ja immer schlimm an, wenn man hier die ganze Zeit am Mausrad rumtut. Also dauert es auch länger. Mein Reddit-Habit so ein bisschen. Ständig am Mausrad rumfummeln. Ah, okay. Das hier ist es. Hier das obere nicht. Nein, war. Fuck you. Sieht man da draußen was? Man hat gerade ein Geräusch gehört.
War es schon wieder der Kidnapper? Hört man da noch mehr von dem? Mal ganz still sein. Alles ganz still hier. Ich hätte vielleicht mal ein Fenster zumachen sollen. Also jetzt nicht in-game, sondern in real life, weil ich in der Dunkelheit fast nichts sehe. Okay. Wo waren wir stehen geblieben? Hier. Können wir die Cursor-Tasten verwenden? Ah, die Cursor-Tasten gehen. Aber auch nicht immer irgendwie. Ah, genailed. Was war es hier? Die oberen beiden immer. Scheiße, und hier habe ich schon wieder vergessen, was überhaupt ging. Ja. Ganz fehlerfrei ist der Browser noch nicht von AENN. Aber auch im zweiten Teil dann nicht. So. Scheiße, ich habe schon wieder vergessen. Da konnte man irgendwas doch noch klicken. Vielleicht ist wieder hier. Gut, das ist schon mal für das Zweier-Wiki. Und dann schnell weiter. Kann fast nie was anklicken. Deathlock. Schreibt auf, wie ihr Leichen findet oder was? Also sie machen als Hobby, er und seine Freunde suchen Leichen. So, das ist eine Art Tourismus-Ding. Könnte sich mal mit Logan Paul vielleicht zusammensetzen, hab gehört. Macht das auch ganz gern. Why do people still throw their babies out in the trash? Meet me, denkst du? Hey, it's Adam again. I just found out that the Red Room is only open for 30 days at a time. Look at your calendar count at the top right corner of your screen. You see that? Once it hits 30, game over. Also übersetzt, hey, es ist Adam again. Ich habe gerade herausgefunden, dass der Red Room nur 30 Tage am Stück online ist. Schau dir die Kalenderzahl von rechts an. Okay, jetzt hört man mal ziemlich deutliche Schritte. Schon wieder nichts mehr. Gut, man hat ja auch in Welcome to the Game 2 viele Schritte gehört. Das hatte ja nicht unbedingt was zu heißen. Hat man allerdings auch in einem Apartment gewohnt, nicht in einem Haus. Nicht in einem Einfamilienhaus. Gut, man hat jetzt halt Schritte gehört, aber danach hört man nichts mehr unter dir. Fuck you. Fuck you, welcome to the game. Gut, also wenn da jetzt irgendwo ein Link drin ist, bin ich gefickt. Screenplays war der Pedo-Shit, oder?
Zumindest im zweiten Teil. Der Family Drug Shop. All your family needs. Can also smoke this heroin, so get your pipes ready. Hallo. Langsam aber sicher fühle ich mich ein bisschen verarscht mit diesen Bildern immer. Man kann kein einziges Bild bisher drücken. Ja, und man muss es fast mit dem Mausradio machen, weil dieser Ding rechts echt ziemlich oft fehlt. Gut, wir machen mal beinahe. Seltsames Grunzen bei mir. Ist auch wieder nur ein Ambiente gewesen. Ich weiß ja nicht. Wer wirklich hier wäre, dieser Kidnapper. Würde man dann mehr von ihm hören, wie dieser Hitman im zweiten Teil? Hat er schon seine komplette Route. Sollte vielleicht auch weniger labern. War da gerade was? Ah. Keine Ahnung. Man hat wenig Plan, wann es denn vorbei ist, ob es überhaupt angefangen hat, was hier los ist. Ich kann nur einfach mal wieder zurück. Jedes Mal hoffen. Mach doch dein Fenster zu, Junge. Was ist denn los mit dir? Happy Family. Seinen Kids schon früh zeigen, wie man gutes Heroin herstellt. Life Skills. Alles Bitcoin. Hm, kriegt man wenigstens was für seine Bitcoin. Alter. Einen einzigen Key habe ich mir jetzt gefunden. Aber ja, Welcome to the Game 2, auch nicht anders. Father Donald. Then I saw a great. Schreck mich doch nicht so, du Spaten. Okay, er mag keine Homos, er mag eigentlich gar nichts. Father Donald. Der Meinung, dass die Welt einen Purge braucht. Join the Purge. Ein Cleansing Process muss ich einschicken, na dann. Puh, wenn da immer einzelne Wörter links sein können. Ging ja schon im zweiten Teil genauso. Konnte sein, dass es einfach ein einzelnes Wort ist. Ah, bitte, kauf dir eine Waffe. Hier, Russian Assassin 2015 ist begeistert. Okay, das war laut. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Kommt jetzt noch mehr? Wäre gerade ziemlich offensichtlich jemand in meinem Haus. Breeder wird es ja wahrscheinlich nicht sein. Ich denke, man meldet sich immer telefonisch. Erstmal. Kidnapper also. Tötet er mich eigentlich oder kidnappt er mich? Ich meine. Dem Namen nach ja wohl eher zweiteres.
Wahrscheinlich komme ich dann auch in so ein Red Room Shit. Ich habe ja Welcome to the Game 2 schon gespielt, von daher denke ich mal, dass es ja das Ähnlichste ähnlich sein wird wie der Red Room im zweiten Teil, der ja dann am Schluss, ich möchte nicht spoilern, der ja am Schluss ein bisschen ein Twist-Ending ist. Alter, was soll denn das? War doch offensichtlich jemand in meiner Bude, also. Mal ganz ehrlich. Dass der sein Fenster so angelehnt haben kann, da geht mir echt. Da kriege ich doch echt ein zu viel. Kriege ich noch mehr so Stuff von dem anderen? So. Eine Waffe. Kauf dir eine AK-47. Dann kannst du dich wenigstens wehren und ich würde mich sehr viel sicherer fühlen. Ich bin ja wirklich keiner, der da Waffenadvokat spielen will, aber in diesem speziellen Fall glaube ich doch, dass wir vielleicht Selbstverteidigung benötigen. Oh, was sind das für böse Patronen, solche, die so splittern? Ach, das sind gebrauchte Waffen. Damit wurden also schon Leute getötet. Oder auch nicht. Ist evil. Okay, hat Sounds gespielt, obwohl. Was ist denn das hier so Gore-Shit, ja. Sowas kann ich immer ganz, ganz gar nicht ab. Ich früher ein paar Leute in meiner Klasse auch mal reingezogen. Rotten.com hieß das. Are you turned on yet? Nee, nicht so ganz, sorry. Kill for me. Kill for me. Are you struggling to scrape by, trying to make ends meet, but coming up short on cash? Okay, kann man sich als Auftragskiller verdingen. Habe ich mal ein schönes Buch drüber gelesen. Das war nicht schlecht. Mod.net hieß das, glaube ich. Auch mit so einer Seite, wo man. Ja, man musste 50.000 zahlen und durfte dann ein Ziel auswählen und muss dann auch selber jemand töten, also. Was natürlich den Vorteil hat, dass die Leute immer von Leuten getötet werden, die überhaupt kein Motiv haben und dementsprechend auch schwieriger aufzufinden sind. Make her disappear. 8.000. Ah, ich bin saved, okay. Sechzehn Riesen will er, dass da so einen Obdachlosen umbringt. Gut, hier geht nichts. Dann vielleicht der Organmarkt. Leckere Bilder von Organen. Also es gibt welche, die schenken ihre Organe her, beziehungsweise verkaufen sie. Dann holen sie welche aus dem Gefängnis. Ich habe wieder Geräusche gehört, so ein komisches Stöhnen, aber. Oh, geil. Okay, ich check mal meine Tür. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich dieses Spiel aus tiefstem Herzen hasse. Nee, Quatsch, ich find's schon cool, aber manchmal frage ich mich echt, warum tue ich mir den Scheiß an? Ich bin im echten Leben schon paranoid genug. Sowas glaube ich nicht hilfreich. Okay, zurück. Ja, greift mich nicht an. Irgendwie habe ich mich sicherer gefühlt in Welcome. Oh shit, der hat mich geklaut.
Ich bin durch mit den Nerven. Oh shit, was muss ich machen? Also das habe ich noch null in geschaut irgendwie. Fuck you. 6 Tage verloren. Na toll. Ah, und meine Notizen. Toll. Ah, ich bin echt madig. Naja, anyways, ich glaube, ich mache auch für diese Aufnahme Schluss. Irgendwie bin ich mental heute nicht bereit für Welcome to the Game. Vielleicht morgen wieder. Ich hoffe, ihr seid dann mit dabei. Ich wünsche euch was, ja? Ciao, ciao.